Sendung «Heute im Gespräch» wird Ihnen präsentiert von der Schaffhauser Kantonalbank. In der heutigen Sendung zu Gast ist der Martin Betschart. Er ist Experte für Motivation, Erfolgspsychologie und Menschenkenntnis. Bekannt worden ist der Erfolgsautor vor allem durch die Sendung Betschart Talk auf dem U1 TV. Martin Betschart, sein neuestes Buch, trägt den Titel «Ich weiß, wie du tickst». Für unsere Sendung «Heute im Gespräch» haben wir den Autor in der Thalia Buchhandlung getroffen und mit ihm über seine Arbeitsweise und seine Kenntnisse über die Menschen geredet. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Sendung «Heute im Gespräch». Mein Gast ist heute Martin Betschart. Herr Betschart, herzlich willkommen in unserer Sendung. Gern geschehen. Sie haben gesagt, Sie würden gerne auf Hochdeutsch reden, also schalten wir jetzt um auf Hochdeutsch. Ihr neues Buch, das heisst «Ich weiß, wie du tickst», schon sehr selbstbewusst, oder? Ja, und der Untertitel heisst «Wie man Menschen durchschaut». Natürlich muss ein Buchtitel ein bisschen auffallen, damit das Ganze ein bisschen Aufmerksamkeit hat. Aber ich glaube, das Versprechen ist nicht so groß, weil was in diesem Buch drinsteht, ist elementar wichtig. Was steht denn drin? Es steht, ich formuliere es mal so, 80-90% der Konflikte, die entstehen zwischen Menschen, entstehen eben, weil Menschen sich nicht wirklich verstehen. Weil Menschen tendenziell immer von sich selbst ausgehen und denken, der andere muss es eben auch so sehen. Und genau das ist die große Krux. Und mein Herzenswunsch mit diesem Buch ist es wirklich, ein Verständnis zu schaffen zwischen Menschen, dass wirklich das Verständnis da ist, wie der andere funktioniert, wie er eben tickt. Und das Resultat daraus, ich reg mich viel weniger auf. Viele Dinge werden plötzlich viel, viel einfacher, egal ob beruflich oder privat. Aber ist das nicht auch ein bisschen einfach? Ich weiß, wie du tickst. Also ticken, ist das überhaupt der richtige Begriff für das? Ja, das ist immer die Frage. Ticken ist ja ein Ausdruck so im Alltag für das Denken. Der tickt richtig oder eben auch nicht. Ja. Und so gesehen ist natürlich das dann den Menschen da abgeholt, wo er auch ist. Was brauche ich denn zu wissen, um zu wissen, wie sie ticken? Ja, das zu verstehen ist im Prinzip ähnlich wie eine Fremdsprache, nur einfacher. Und in der Anfangsphase kann ich relativ schnell wesentliche Dinge und wesentliche Züge erkennen. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, das Bewusstsein zu haben, dass Menschen wirklich unterschiedlich sind, dass wir uns wirklich nicht vergleichen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst messe ich die anderen Menschen immer mit meinem Maßstab und das Resultat ist immer Frust. Also auf der einen Seite ist es ja sehr schön, wenn man weiß, wie der andere tickt, aber es macht auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weiß, dass sie mich ständig analysieren und schauen, wie ich ticke. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Das Schönste ist ja, wenn wir das beides wissen. Das ist ja, das wäre ja das Ziel schlussendlich, dass wir das beides wissen und keiner muss dem anderen was vormachen, keiner muss irgendwo ein blödes Spiel spielen, sondern jeder kann wirklich sich selbst sein, kann authentisch sein. Das ist ja schlussendlich auch wichtig, dass wir uns wohlfühlen können in unserer Haut und von diesen antrainierten Spielchen, die meisten Menschen ja gelernt haben, unbewusst gelernt haben, wegzukommen. Jetzt lernen Sie mal mir ein bisschen, wie ich das durchschauen kann, wie jemand tickt. Ja, es gibt verschiedene Ebenen, wo ich das erkennen kann. Die einfachste Ebene ist natürlich im Moment von den äußeren Merkmalen her. Also wenn ich Sie anschaue, Ihre äußeren Merkmale, Ihr Körpererscheinungsbild, gibt mir natürlich einige Hinweise auf Ihre innere Struktur, wie Sie funktionieren. Das ist das Erste, was ich sehe. Das mache ich schon so, wenn Sie das sagen. Ja, also dann strecke ich mich. Ja. Und also das ist ein Element. Und das sagen die schon relativ viel aus, wo ich eine grobe Richtung habe. Dann, wenn wir in Kontakt kommen, wenn ich mit Ihnen spreche, Ihr Verhalten sehe, Ihre Art und Weise, der Ausdrucksweise, was für Worte Sie benutzen und so weiter, bekomme ich immer mehr Informationen. Das heißt, ich lese viel, viel mehr zwischen den Zeilen und achte vielleicht ein bisschen weniger auf die Inhalte, was da kommt, sondern wie es daherkommt, in welcher Form, welcher Verpackung. Und da geht es eben auch darum, diese Signale eben zu erkennen und zu verstehen. Aber Motivation ist ja auch sehr wichtig. Also Sie sind auch Experte für Motivation. Und wie hängt das jetzt zusammen mit Menschenkenntnis? Also Sie sind Experte für Motivation und Menschenkenntnis. Was ist der Zusammenhang? Ja, es ist ja so, dass beispielsweise viele Firmen versuchen, Mitarbeitermotivation zu machen. Und das funktioniert meistens nicht, weil ich jeden Menschen anders motivieren kann oder muss. Und wenn wir das noch ein bisschen genauer nehmen, Motivation hat etwas mit Motiv zu tun. Und weil Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Motive haben, muss ich die Menschen auch unterschiedlich angehen.
Das heißt, im Führungsalltag ist es ganz elementar. Es reicht nicht, einen Wettbewerb zu machen und zu denken, jetzt sind die Mitarbeiter motiviert. Manche motiviert das, andere demotiviert das. Mhm. Und darum sind das ganz, ganz wichtige Dinge zu berücksichtigen. Mhm. Wer kommt denn eigentlich in Ihre Seminare? Sind das Manager oder ganz gewöhnliche Leute? In die Seminare kommen grundsätzlich Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, dass es wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Ja. In die Persönlichkeit zu investieren, weil wir leben in einer Zeit, in einem Bildungssystem, das Fachidioten produziert und nicht Persönlichkeiten. Und das ist eigentlich das große Handicap. Weil wer bringt die Welt nach vorne? Fachidioten oder Persönlichkeiten? Natürlich braucht man Fachwissen, keine Frage. Aber schlussendlich entscheidet die Persönlichkeit zu ca. 85% über Erfolg oder Misserfolg. Ja. Und das wird nach wie vor vernachlässigt. Und Menschen, die schon bereits einen gewissen Erfolg haben, sind sich dessen natürlich viel, viel mehr bewusst. Und die wissen auch, dass sie regelmäßig in sich investieren. Aber spitzfindig könnte ich jetzt auch sagen, wenn man auf Sie hört, alle hören auf Sie, dann produzieren Sie ja alles gleiche Menschen, oder nicht? Nein, eben nicht. Das ist ja nicht das Ziel, sondern es geht ja genau um diese Unterschiedlichkeit. Es geht ja darum, dass der Mensch, jeder Mensch ein Original ist, mit Ecken und Kanten. Und eben nicht gleichgeschaltet wird, quadratisch praktisch gut, wie das klassische Schulsystem ja das macht. Und wie schaffen Sie das? Übers Bewusstsein. Das Erste ist, dass der Mensch das bewusst wird, indem dass ich das den Menschen erkläre, und zwar in einer Art und Weise, wo er es annehmen kann, also nicht mit dem Zeigefinger, nicht belehren, das mögen Menschen nicht, sondern ich muss das auf der einen Seite mit Humor erst den Menschen öffnen und dann aber auch Informationen transportieren zu können. Und wenn er offen ist, dann kann er beginnen zu experimentieren. Und in Seminaren schaffen durch den Rahmen, wo Menschen wirklich im geschützten Rahmen lernen und experimentieren können. Und da, wo die Fehler noch nicht so viel kosten wie im Alltag. Weil was ich oft höre in Seminaren, gerade wenn es um Menschenkenntnis geht, wenn mir ein Mensch sagt, ach, hätte ich das noch früher gewusst, dann wäre es nicht zur Scheidung gekommen, höre ich am Laufmeter. Mhm. Die ganzen Probleme, die da sind, mit Kindern, mit Partnern, mit Mitarbeitern. Ich habe gerade heute gelesen, Scheidungsquote ist erst mal über 50%. Mhm. Jetzt zählen Sie die noch dazu, die sich noch quälen, schon seit langem. Ja, die Erfolgsquote ist relativ lausig. Und genau daran liegt es eben auch, dass Menschen sich nicht wirklich verstehen. Wenn Menschen ein Modell hätten dafür, Verständnis hätten dafür, könnte es ganz anders laufen. Also die Kommunikation ist wichtig. Man sagt ja auch viel, kommt gar nie an. Das ist ja bekannt, auch in der Wissenschaft. Aber Sie haben ja eigentlich nicht eine wissenschaftliche Ausbildung. Wieso stimmt denn das, was Sie sagen? Ich sehe mich als Vermittler zwischen der Wissenschaft und den Menschen. Und ich glaube, eine der Fähigkeiten, die ich habe, dass es mir gelingt, sehr komplexe Zusammenhänge in eine Sprache zu formulieren, dass Menschen verstehen. Weil das ist ja genau der heikle Punkt. Wissenschaftler, die Wissen produzieren, das keiner versteht, nützt ja nichts. Ja, das stimmt. Sondern es geht darum, dass wir das anwenden können. Weil sie können wissen, was sie wollen. Wenn es nicht zur Anwendung kommt, nützt sie das alles nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Und genau da hakt's. Und Ihre Erklärungen scheinen mir aber doch sehr einfach zu sein. Ist denn das überhaupt richtig? Also stimmt denn das auch, dieses Einfache, oder ist es dann nicht auch ungenau? Etwas vom Komplexesten, was es überhaupt gibt, ist unser Gehirn. Und ich gehe so ein bisschen nach dem Motto, um Licht machen zu können, muss ich nicht Elektriker sein. Ich muss wissen, wo ist der Lichtschalter und wie funktioniert der. Und genau das müssen wir betrachten. Haben Sie ein Beispiel für das? Für ein einfaches Mittel jetzt? Also wie kann ich ganz einfach ein bisschen mehr verstehen, wie der andere tickt? Wie ich das vorher gesagt habe, ich sehe von den äußeren Merkmalen her, ich komme von den Verhaltensweisen her, bekomme ich Informationen. Früher wurden viele Selbstbefragungssysteme gemacht, Analysen gemacht. Das ist sehr gefährlich, weil bei jeder Analyse, die ich mache, kommt immer nur mein Selbstbild zum Vorschein und nicht das wirkliche Bild. Also sagen Sie mal ein bisschen konkreter, was Sie denn jetzt genau analysieren, wenn Sie jemanden vor sich haben. Also das Erste, was ich sehe, ist den Körperbau. Ja. Ich sehe, haben Sie einen muskulösen Körperbau? Sind Sie eher feingliedrig? Ja. Haben Sie eher schwache Glieder? Sind Sie schmal? Wo ist der Körperschwerpunkt? Wie ist das Gesicht? Wie ist die Hautbeschaffenheit? All diese Dinge gibt uns Hinweise. Aber das macht doch jeder einfach intuitiv, oder nicht? Wenn die Menschen machen würden, würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Wir hätten nicht so viele Konflikte und Frustrationen. Wo geschehen denn die meisten Missverständnisse? In der Kommunikation? Ja, in der Kommunikation zeigt sich's.
aber im Denken passiert es im Vorfeld, wenn wir eben den Maßstab haben. Und ich habe so viele Tragödien erlebt in meinem Leben, wenn beispielsweise der Vater eine Firma aufgebaut, er war so ein Machertyp und hat zwangsläufig die Erwartungshaltung, der Sohn soll die Firma weiterführen. Das wird zwar nicht ausgesprochen, aber dieser unterschwellige Druck ist natürlich da. Mhm. Es ist der Sohn ein ganz anderer Typ Mensch mit ganz anderen Fähigkeiten. Versucht es aber zu machen, vielleicht dem Vater zuliebe. Das geht in die Hose und das ist Frust für alle. Mhm. Ja? Und solche Dinge zu erkennen, machen es halt viel leichter. Aber jetzt verraten Sie uns schon noch ein bisschen ein paar Tricks. Ich meine, natürlich, Sie wollen, dass die Leute das Buch lesen, aber vielleicht noch ein paar Tricks mehr im Gespräch. Ist das möglich für die Kommunikation oder für das, dass ich Sie besser kennenlernen kann, einschätzen kann, dass ich weiß, wie Sie ticken oder... Also wir haben mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist, wir können rein theoretisch könnte man sogar Dinge messen. Aber das ist nicht praxistauglich. Mhm. Ja? Das zweite ist, ich sehe natürlich, wie ein Mensch sich verhält. Und das mit dem Verhalten ist natürlich so eine Sache. Vielleicht können Sie sich erinnern, als ich zur Schule gegangen bin, gab es bei mir beim Zeugnis unten eine Verhaltensnote. Mhm. Und wenn wir mal genau hinschauen, was steht denn bei Menschen da drin, die dynamisch sind für ihrem Naturell her? Was steht da drin? Der ist frech, stört den Unterricht, redet dazwischen, also wird negativ bewertet. Mhm. Was steht bei dem Menschen da drin, der ein starkes Bedürfnis hat, sich mit dem Banknachbar auszutauschen? Da steht drin, der ist schwarzhaft, stört den Unterricht etc., auch nur Negativbewertungen. Mhm. Aber das Kind, was schön brav ist und ruhig ist und genau das macht, was die Lehrer erwartet, das wird positiv bewertet. Mhm. Und das Gefährliche dabei ist, jetzt wird ein Wert vermittelt, das ist gut und das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Wir müssen uns, und das ist ganz, ganz wichtig, von diesem Schema lösen. Es gibt in Bezug auf Menschen kein richtig, falsch, kein gut oder schlecht. Mhm. Es gibt auch Fakten. Mhm. Also wenn es um Rechtschreibung geht, dann können wir uns unterhalten über richtig oder falsch. Aber wir können nicht sagen... Es gibt ja Dinge, die funktionieren und andere, die nicht funktionieren. Ja, und vielleicht dann auch zu Ende. Es gibt kein richtiges Verkaufen, es gibt kein richtiges Führen, es gibt kein richtiges Management, es gibt kein richtiges Erziehen. Die entscheidende Frage ist immer, wer ist mein Gegenüber und wie funktioniert dieser Mensch? Mhm. Ja? Und darum diese ganzen Standarddinge, so ist es richtig und so ist es falsch, führt immer zur Frust. Wie funktioniere ich? Naja, Sie sind ein eher zurückhaltender Mensch. Ja, Sie sind jetzt kein aggressiver Mensch. Bei Ihnen braucht es auch einiges, bis Sie laut werden. Und Sie sind eher ein vorsichtiger, besonderer Mensch, der eher linear strukturiert vorgeht und so eher auf die sichere Seite geht. Oh, da bin ich nicht ganz einverstanden, aber schon vieles stimmt sicher. Ja, es geht nie um 100%. Es geht immer um die grobe Richtung. Ja. Ja, aber ich würde Sie nie einstellen für eine sehr, sehr hektische Aufgabe. Ja. Wo sie extrem an Leistung gemessen würden. Ja. Also kein Manager. Das kann man nicht sagen. Ein guter Manager, das ist auch wieder der Punkt. Was ist denn ein guter Manager? Die Frage ist, was hat er zu managen? Ja. Ja? Und darum ist es immer, eben diese Menschen lieben einfache Dinge, das ist gut, das ist nicht gut. Wir müssen das schon differenzierter anschauen. Und so gesehen, sehen Sie, ist es doch nicht ganz so einfach. Und wo ist denn das Entwicklungspotenzial? Also ist jemand einfach geprägt oder ist es ganz schwierig zu sagen, wie er sich noch entwickelt? Ja, das können wir schon sagen, wie er sich entwickelt. Die Frage ist, können Menschen die alten Muster, die indoktriniert sind, können sich lösen von denen? Mhm. Weil ich erlebe oft in Seminaren, dass Menschen so ein Selbstbild haben für sich selbst, was so weit entfernt ist von ihrer wirklichen Persönlichkeit, aber die halten so dann fest und die sind auch nicht mehr bereit, das in Frage zu stellen. Da kann ich nichts mehr machen. Was empfehlen Sie jetzt den Zuschauern und Zuschauern, dieses Buch zu kaufen? Natürlich nehme ich an, aber sagen Sie, was steht drin, warum ist es wichtig? Ich erkläre, wie der Mensch funktioniert darin. Ich erkläre die unterschiedlichen Typen. Und es gibt ja sehr, sehr viele Unterschiede. Also das heißt, wir können heute davon ausgehen, es gibt grob gesehen 30 verschiedene Typen Menschen ungefähr, wenn wir es grob anschauen. Nur mit 30 Typen sind wir total überfordert. Das ist nicht praxistauglich. Da können wir zwar philosophieren drüber. Also brechen wir das runter und beginnen erstmal mit 3. Mit 3 und dann bauen wir es aus auf 7. Und jetzt wissen wir aus Erfahrung, auch aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass 5 bis 7 so ein praktikables Modell ist, was anwendbar ist. Und mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass es eben anwendbar ist. Weil nur wenn ich es anwende, habe ich die Resultate. Herr Bertschert, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Meine Damen und Herren, das war es von unserer Sendung heute im Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander. Thank you.
Gespräch ist Ihnen präsentiert worden von der Schaffhauser Kantonalbank.